Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier auf dem Kanal Opa Spiel zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Und da ich wieder ein schönes Thema habe, habe ich auch wieder keine Hintergrundmusik. Das ist absichtlich. So, und was machen wir? Heute, weil ich ein schönes Thema habe, mache ich auch was, wo man bei reden kann. Also wir werden nichts Kompliziertes bauen oder so, sondern, was habe ich denn hier noch? Ui, Tee. Wieso bin ich im... So, wieso war ich im Dingsmodus drin? Keine Ahnung. War das noch vom letzten Mal? Oder hatte ich zwischendurch... Nee, ich war zwischendurch, hatte ich irgendwas getestet, genau. Mit dem Spiel. Aber nicht hier, sondern irgendwo anders. Und da war ich dann auf Dingenskirchen unterwegs. So, das ist eine Verzauberte. Das ist eine Verzauberte. Die tun wir mal da oben hin. Wir wollen nämlich was bauen. Wir wollen nämlich. Wir haben ja keine Diamanten. Ne? Lapis Lazuli können wir auch gebrauchen. Gold auch. Also wir gehen mal in den Keller und machen ein bisschen Mining. Und da das ja sonst langweilig wird, nehmen wir mal ein paar Eichenholzblöcke raus, da das sonst zu langweilig wird. Dachte ich mir. Nehmen wir ein schönes Thema noch mit. Ah, dann sollte man vielleicht auch noch etwas Eisen mitnehmen, um dann unterwegs was zu bauen. Also was zum Beispiel Äxte, nicht sondern Spitzhacken angeht. Genau, Spitzhacken. Äxte brauche ich nicht, aber Schaufeln. Habe ich das Bett? Wo habe ich denn das Bett? Ah, wo ist das Bett? Wo bin ich in das Bett? Jetzt bin ich aber überrascht, habe ich das Bett da draußen liegen lassen letztes Mal. Irgendwo in der Pampa. Da muss ich mir mal die Aufnahme angucken. So. Oder liegt das? Kann natürlich auch sein. So, damit haben wir erstmal genug. Zeugs hier, nicht wahr? Naja, ich muss das hier unten rein tun. Ich knall kopf so da. Die Diamant, das könnte man natürlich gut gebrauchen. Fackeln brauchen wir eine ganze Menge. Hopsa. Wir gehen ja wie gesagt in den Keller und da könnte es sogar ganz gut sein, wenn wir hier noch mehr. Von den Dingern dabei haben. Und das sind natürlich Hähnchenschenkel. Und da reicht das vielleicht natürlich auch wohl, aber es kann ja nicht schaden, wenn wir noch ein bisschen mehr mit haben. So, ja, in den Keller und ein paar Diamanten suchen und vielleicht eine Höhlentour machen. Na, das haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht. Und dann ein interessantes Thema bei der Hand haben. Höhlentour haben wir nicht länger nicht gemacht. Wir waren auch länger nicht in der Hölle. Das ist richtig. Und dann habe ich mir jetzt beim Schneiden noch Folgendes überlegt, dass ich hier den Gang natürlich auch gerade ausbauen könnte. So, warum mache ich denn da die Ecke rein? Das heißt, wir bauen einfach dann hier weiter. Und kommen dann hier raus. Warum habe ich denn da die Ecke überhaupt gemacht? So, dann kommen wir hier raus und dann
ist man an der Stelle. Dann können wir hier nämlich wieder zubauen. Können wir gleich die Dinger verbraten wieder. So, einmal zubauen und dann hier einmal den Sandstein hin. Und dann machen wir nämlich hier unseren Zugang, unsere Geheimtür. Wir haben hier unten auch noch so eine kleine Servicetür. Und dann geht es nämlich hier direkt geradeaus weiter. Ich weiß gar nicht, warum ich hier die Ecke gemacht habe. Wirklich, ich habe keine Ahnung, warum ich so einen Unsinn mache. Ah doch, ist ja richtig. Ich gucke gerade so auf die Karte oben, was sind das für Flecken da links? Aber das ist ja hier dieses ganze Zeug hier unten. Okay. Das machen wir dann mal demnächst hier zu. Und dann muss ich dann natürlich noch eine Fackel verbraten. So, und dann geht das hier geradeaus weiter. Und dann gehen wir jetzt mal unten hin. Und dann muss ich noch was sagen, dass ich ja noch was bauen wollte. Für alle Freunde der Eisenbahn, nicht, muss ich ja noch hier die vierte Linie bauen. Die steht ja schon seit ewigen Zeiten leer oder unbenutzt. So, wir haben ja hier die Linie, die dann zum Neuberg geht, zur Fleischfabrik, zum Gericht. Hier die Linie zum Urlaubsresort, zur Sandsteinmühle. Und hier die Linie zum magischen Auge, Haupthaus. Und hier geplant zur Mine. So, das sollte dann mal irgendwann hier rumführen und dann hier runter. Wie auch immer. Weiß ich noch nicht. Wie auch immer. So, jetzt gehen wir zurück. Und begeben uns gleich ins Bett. Na, wir haben heute den 23.12. 0.10 Uhr, war gerade Mitternacht durch, jetzt wo ich angefangen habe. Ich mache wahrscheinlich so eine, da war eben die Tür, hier die, der Servicegang. So, ne, ist noch hell. Also gerade Mitternacht durch, 0.10 Uhr haben wir jetzt und gucken wir mal. Ja, und auch dieses Treppenhaus muss ich ja weitermachen. Ich habe dann noch so viele Sachen zu machen, auch hier. Oh, wir sind noch voll am Tage. Wir können also jetzt runtergehen. Und ich weiß echt nicht, wo ich mein Bett habe. So, und wo machen wir die Höhlentour? Machen wir hier unten. Ich habe nämlich den Eindruck, dass ich hier noch Höhlen habe. Ach, wir nehmen den Schnellabgang hier. Schnellabgang ist das hier. So, zack, zack, zack. Erstmal muss ich hier noch weiterbauen. Das ganze System weiter runter. Wir sind jetzt hier im Erdgeschoss angekommen. So, prima. Aber es geht natürlich noch weiter runter, theoretisch. Und das wollten wir ja mal weiterbauen. Hier dieses Ding haben wir wenigstens bis hier gemacht und jetzt geht es ja noch weiter runter. Das hier ist unsere ganz alte Treppe. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. So, und genau hier muss ich ja noch eine Eisenbahn bauen, ne, die mich dann eventuell bis hier unten hinführt. Was ist das denn da für ein Ding, ist das Grundgestein? Dieses, das ist der Bedrock, ne? Der, in dem Texture Pack. Okay. Wundere mich gerade, was das für Klappen sind. Okay, das soll also der Bedrock sein. Ja, sieht jetzt ein bisschen technisch aus. Ist eigentlich nicht so das, was man sich unter einem Felsboden vorstellt, aber nun gut. Ach ja, der arme Rex. Hier starb Rex in Lava. Gott habe ihn selig.
23.12. jetzt bei der Aufnahme. Das heißt, es ist auch schon 9 Monate her, dass der arme Rex hier verstorben ist. Ja, und dann gehen wir mal in eine Höhle. Ich habe das dumpfe Gefühl. Nee, hier nicht. Dass wir eine Höhle mal. Wo ist denn das andere? Hier, glaube ich. Hier. Dass wir hier mal eine Höhle nicht ganz ausgeforscht haben. Ganz am Anfang mal. Haben wir hier noch Sachen. Oh, hier haben wir noch Äxte drin. Ach Gottchen. Sowas. Feuerstein. Kies. Verrottetes Fleisch. Was ist das? Eine Eisentür noch. Ofen. Okay. Wir sind ja gut vorbereitet hier. Dann machen wir uns erstmal ein paar Spitzhacken. Machen wir das mal so. Ganz normale Eisenspitzhacken. Hier unser Essen runter. Und dann gehen wir mal rein in die Höhle. Ja, komm her. Rein in die Höhlen und überlegen mal, wo wir hier das letzte Mal, hier die Glas gelegt, genau. Hier war ein Eingang. Weiß nicht, ob ich das schon endgültig erforscht hatte. So, wir müssen jetzt in die eine Höhle kommen. Das ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Wusste ich gar nicht, dass ich den Gang hier so gemacht habe. Alle 3-4 Felder. So, hier sind noch Monster. Fragt sich nur wo. Ich habe die damals auch gehört und nie gefunden. So, dann haben wir hier nämlich einen Gang. Und wer sich noch daran erinnern kann, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Das war auf jeden Fall hier irgendwo, glaube ich, ne? In meinem Intro, Kanal-Intro. Ne? Kanal-Intro. Was ist da? Fällt da was runter hier? Ach so, Fledermäuse. Okay, in meinem Kanal-Intro ist ja eine Szene, die blende ich hier mal kurz ein. So sollte das eigentlich ausreichen hier. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? 41. Vielleicht kommt der Enderman hierher. Pass auf. Da ist er. Hallo Enderman, hast du es nicht ganz bis zum Ende geschafft, ne? Meine Fresse, das sind Geräusche, das ist ja Irrsinn. Wo ich mit einem Enderman spiele sozusagen. Ich glaube, das war hier irgendwo, ne? Und hier habe ich gar nicht weitergemacht, denn gucken, ey, das geht ganz schön runter. Da unten haben wir ja auch noch Etagen. Gucken wir mal, wo das hier weitergeht. Ach, jetzt sind die da auch noch runtergefallen. So, dann machen wir mal hier weiter. Dafür brauchen wir natürlich dann die Schaufel. Ist ja auch klar. Hier gleich so rumbauen. Das war jetzt nicht so geschickt. Da wollte ich jetzt eigentlich mit Bruchstein oder Cobblestone. Ich muss mal das Vokabular wieder hier auf Oberspielt ändern. Das heißt Cobblestone heißt das. Nicht Bruchstein. Ah, da hinten ist ein Münsterchen. Gucke mal, wo kommst du denn her? Habe ich nicht genug ausgeleuchtet hier, oder was? Bleib hier. Nicht weglaufen. Oh, man muss aufpassen hier, dass man nicht abgeschossen wird. Das geht ja doch ganz schön steil runter. Aber hier ist wohl zu dunkel. Soll doch noch ein bisschen besser ausleuchten. Hier sind so ein paar Ecken,
die noch ein bisschen dunkel sind. Da konnte das Monster spawnen. So, und hier können sie natürlich auf der anderen Seite auch spawnen, wie die Verrückten da oben. Knochen, ja, gut. Ja, ich hatte gesagt, Thema. Und wie das jetzt also heute auch so ist, natürlich mit der Folgensache, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich daraus haue hier aus dieser Aufnahme, aber das sind bestimmt auch die ein oder andere Doppelfolge dabei. Da ist auch bestimmt die ein oder andere Doppelfolge vorbei dabei. Davon kann man mit Sicherheit ausgehen. Ja, und das Thema, über das ich mit euch sprechen wollte, hier unten war ich schon mal. Machen wir uns mal so einen Abgang. War ich hier schon mal? Nee, sieht nur so aus. Wieso ist denn da? Doch, hier war ich irgendwie schon mal. Keine Ahnung. Irgendwie war ich hier schon mal. Vielleicht bin ich hier rumgekommen. Kann das sein? Hier sieht das so treppenartig aus. Ja, hier oben bin ich hochgegangen. Richtig. Super. Da sind wieder ein paar. Ey, Spinni. Und Monster da unten. Also hier geht es richtig los. Und hier ist richtig was los, wollte ich sagen. Hier geht es richtig ab. Noch mehr Monster. Da steht noch ein Monster. Also wir spielen nicht auf friedlich, ne? Ist klar. Hey, Vorsicht. Sollte mal so ein bisschen Deckung nehmen hier. Und vielleicht auch mal so eine Stelle hier zubauen, dass man da nicht runterfallen kann. Da habe ich jetzt eben ein bisschen Glück gehabt. Nicht wahr? So, wo seid ihr jetzt hingehüpft? Keine Ahnung. Okay, aber hier war ich ja doch schon gewesen. Ich hätte den Ausgang markiert. Hier. Wo ist jetzt wieder ein Monster? Da unten? Oder da oben? Da unten ist noch was. Also hier ist richtig was los. Langweilig wird es nicht. Ja, und dann habe ich ja gesagt, ich habe ein Thema. Ne? Und was ist das? Feuerstein. Und das Thema ist, das ist etwas, was ich bis vor ein paar Wochen selber nicht wusste. Da gibt es ja dann diese schöne Sendung im Fernsehen Wissen vor 8. Ist manchmal ganz interessant. Manchmal auch nicht so interessant, aber wirklich, manche Sachen sind sehr interessant. Zum Beispiel kam da die Woche die Beantwortung der Frage, warum müssen wir eigentlich schlafen? Das war die heutige Folge von Opa spielt Minecraft. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt.